Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei unserem Kaiser Bartolomeo von Italien, der mittlerweile 72 Jahre alt ist. Und wir befinden uns im Jahr 1433, es sind nur noch 20 Jahre in diesem Spiel. Dann war's das. So. Es gibt ein paar Sachen, die ich machen sollte. Mir ist aufgefallen, ich habe noch einen weiteren Sohn, der ist unverheiratet. Frag mich nicht, wie, warum, ehrlich gesagt. Ach, die zählt als verwandt. Inwiefern denn? Ach, tatsächlich. Das sind Unruhringer hier. Wie ist das denn passiert? Okay, dann brauche ich eine andere. Glücklicherweise habe ich noch eine in petto. Nämlich die Prinzessin von Finnland. Deren erster Ehegatte bereits gestorben ist, die würde sich, glaube ich, ganz gut eignen. So. Das ist schon mal das Erste. Und jetzt habe ich noch einen Enkel, der auch noch eine Partie bräuchte. Bei dem ist es jetzt auch schon ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach... Ach nee, das geht auch nicht. Die ist das wäre in Zucht. Wir nehmen sie. Zwar relativ unbedeutend, aber ja, das passt schon. So. Das kann hier raus. Das hätten wir dann schon mal das Thema. Dann würde ich gerne meine eine neue Burg noch etwas ausbauen. Hier. Grubenarbeiten, das hört sich gut an. Das machen wir. Ja. Oh, mein Ratsmitglied Bernard ist gestorben. Wer war das denn jetzt wieder? Das war mein Ratsspitzel. Oh. Das ist eine wichtige Entwicklung. Ich würde sagen, wir werden unseren Halbbruder hier wieder einsetzen. Der hat seine Sache ja damals eigentlich sehr gut gemacht. Wir haben ihn nur dann aus dem Rat rausgenommen, weil wir ein paar wichtige Personen hatten, die in den Rat wollten. So. So viel dazu. Nun ist es so, ich habe ja diesen einen Sohn hier gerade schon erwähnt und ich muss zugeben, ich habe den selber ehrlich gesagt übersehen. Und deswegen hat er bisher auch noch keinen Titel bekommen, weil ich den schlicht und ergreifend nicht bemerkt habe. In der großen Anzahl seiner Kinder ist das irgendwie untergegangen. So. Schardat ist mir ein fortwährender Dorn im Auge. Er nutzt jede Gelegenheit, um eine Szene zu machen und gibt mir dabei die Rolle des Bösewichts. Er schluchzt und jammert, zieht meinen Namen durch den Dreck und gibt mir die Schuld für alles, was in seinem Leben falsch läuft. Sei verflucht, Schardat, was auch immer dein Problem ist. Ja, und weil das so ist, dass ich ihn tatsächlich vergessen habe, einen Titel zu geben, möchte ich das natürlich nachholen. Problem ist nur, ich habe jetzt eigentlich gerade keinen, der sich eignen würde. Und darum habe ich mir überlegt, wir werden mal noch einen organisieren. So, unsere Tochter ist erwachsen, unsere Bastardtochter heiratet den König von Westfranken in ein paar Jahren. So, und ich habe mich umgeschaut und habe mich dafür entschieden, jetzt Nikea anzugreifen. Das hatte ich ja auch schon mal erwogen und diesmal machen wir es wirklich. Wir werden Nikea angreifen. Und zwar werden wir einen Religionskrieg um das Königreich gleich führen, wenn schon, denn schon, ne? Und zwar um das Despotat von Anatolikon hier unten. Das finde ich ist eine ganz schöne Sache. Da kann sich dann unser Sohn dann auch noch ein bisschen, ja, austoben. Messalianische Herrscher könnten dem beitreten, aber es gibt ja außerdem eigentlich keine. Darum mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass dieser Krieg irgendwie zum Riesenproblem für uns werden würde. Wir heben unser Kriegsvolk hier natürlich aus. Wie viel waren es nochmal? Na, 35.000. Gut, da brauche ich noch ein paar mehr.
Verwandte Valeria könnte irgendwelche Geheimnisse haben, die wir erfinden müssen. Oh, jemand möchte meine Kaiserin hier, möchte ein Druckmittel fingieren. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Ein Druckmittel gegen jemanden, der keinen Titel hat und keine Macht. Das ist irgendwie ein bisschen unsinnig, ne? So. Hier erwischen wir euch. Ja, also diese 10.000 werden wir ziemlich locker schlagen. Na, die haben sich's nochmal anders überlegt. Schwiegersohn, nein. Du sollst mir echte Sachen rausfinden und nicht nur irgendeinen Quatsch erfinden. So, die nächste Schlacht. Demetra Druckmittel fingieren? Was ist denn das für ein Quatsch? Was machen wir denn da? Wir sind überwältigt von Anspannung. Oh. Okay. Da müssen wir was gegen tun. Tja, da werden wir wohl mal wieder ein Freudenhaus frequentieren. 114 Anspannung weniger und schon sind unsere Probleme weg. Ah, unser Freund Giberto, unser Neffe, ist mit 66 gestorben. An Altersschwäche. Tja. Das war unser Ratsverwalter im Übrigen. Die sind alle nicht so fähig, ne? Tja. Ich werde mal König Juan von Kastilien nehmen, weil der nämlich auch immer relativ viel Ärger macht und sich vielleicht über einen Ratsposten freut. So. Sehr gut gemacht. Die Armeen sind schon mal ganz gut zurückgeschlagen. Das hat ordentlich Kriegsstand gegeben. Ja. Und nun werden wir uns ein wenig aufteilen. Weil wir können hier nämlich, naja, immer nur so ein Viertel von unserer Gesamttruppe hier halten. Also ein Teil geht mal bitte hier hin in diese Baronie. Den Teil müssen wir nochmal aufteilen. Ritter eingetroffen. Sehr schön. Wieder mal so ein Riese. Ach, mich interessiert doch nicht, was meine Verwandten hier machen. Ich will doch Leute, die einen Titel haben. Deren Geheimnisse möchte ich rausfinden. Ja, man merkt schon, das ist hier wieder ein bisschen zu viel. Ganz leicht. Das ist nicht viel, was ich hier wegnehmen müsste. Wir nehmen mal 1.000 Mann hier raus. Wie sollen wir hier hinlaufen? Hier machen wir genau dasselbe. Da haben wir auch nochmal genau denselben Fall. Ist jetzt halt im Winter auch alles immer so eine Sache, ne? Wobei, hier geht's. Das funktioniert. Das funktioniert auch. Okay. Alles gut. Ihr bekommt natürlich auch noch eine Anführer für den Fall der Fälle. Na, kommen sie zurückmarschiert? Ja, sieht ganz so aus, ne? Ritter sind uninteressant. Okay, lauft ihr mal hier rein. Die hier können sich auch schon mal in die Richtung begeben, genauso wie die hier. Muss die noch besser zusammenhalten, glaube ich. Na, haben wieder abgedreht. Stehen bleiben. Bleibt hier stehen. Und ich glaube, ich würde die mal austauschen, denn die haben die Kanonen. Das würde viel schneller gehen, wenn die hier belagern. Und die hier können dann gleich wieder zurück in unser Reich. Wieder irgendein Ritter, bei dem wir keine Geheimnisse gefunden haben. Der soll mich nicht darüber informieren, wo er keine Geheimnisse gefunden hat, sondern wo er welche findet. Ja. Also sobald das hier gefallen ist, werden wir hier mal diese Armeen da drüben wieder beglücken mit unserer Anwesenheit.
Alle hier rüber, bitte. Ah, ein weiterer Ritter. Komm herbei. Wir sind schon wieder fettleibig. Ja, ich weiß, mein Schwiegersohn hat keine Geheimnisse. Na, sehr schön. Die Hauptstadt ist derart nah, dass es sich fast anbieten würde, das ein bisschen zu erobern, ne? Wenn wir hier diese Truppe nehmen, die soll mal hier jetzt dann sich Richtung Hauptstadt bewegen. Und die verteilen sich dahinter ein bisschen. Vorräte bei Unfall verbrannt. Na toll. Der Armee fehlt der Proviant. Versorgungskapazität minus 25%. Was machen die denn hier eigentlich? Was soll das? Apropos, ich würde jetzt mal gerne wissen, wie sich das mit Ostfrankenreich entwickelt hat. Also es sind nur noch 58 Jahre. Also es geht definitiv schneller, aber es wird uns natürlich jetzt für den Spielstand nichts helfen. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie das grundsätzlich sich gestaltet. Der wird es ja nicht mal innerhalb dieser Zeitspanne noch schaffen, diese Aufgabe zu beenden. Ich sitze mit König Frigyes und Prinz Anselmo am Kartentisch und bespreche mit ihnen die Strategie für den laufenden Krieg. Frigyes weist eifrig auf alle Hauptziele hin, zu deren Plünderung wir auf der Stelle Trupps entsenden sollten. Anselmo jedoch murmelt nervös vor sich hin, dass wir unnötige Gefechte vermeiden und einen Zermürbungskrieg führen sollten. Es obliegt mir, über unsere endgültige Vorgehensweise zu entscheiden, aber da wir so dermaßen begabt sind in Kriegsführung, können wir natürlich beides kombinieren. Unser Hofarzt hat anscheinend auch keine Geheimnisse, das ist sehr schön. Lebenswandelvorzug, das wäre in dem Fall dann der Friedensstifter, was ich auch nicht so schlecht finde, dann brauchen wir nämlich nur 90%. Also das Omen. Ein ansässiger Mystiker bestand darauf, mich zu sehen, und als er vor mich gebracht wurde, fing er zu wehklagen an und ist das da Blut an seinen Händen? Die Zeichen stehen nicht gut für euch, Fürst. Die Eingeweide einer Henne und ihr Blut zeigten mir eure Zukunft. Sie ist dunkel und voller Tod. Ich habe ein böses Omen erhalten, aber ich meine, moderater Malus bringt uns das. Wir sind 74 Leute, wisst ihr? Da ist es ja auch nicht so unwahrscheinlich, dass man stirbt. Jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen schneller, dank dieses wunderbaren Malus. Das Omen macht uns also krank, ja? Da ist jemand in meinem Kerker gestorben. Byzanz wollen sie jetzt erobern. Na, da viel Spaß. Die hat auch keine Geheimnisse. Oh, jetzt habe ich den Ritter weggedrückt vor lauter Laune. Moment. Hallo? Er wahrscheinlich, ne? Er ist auch gleichzeitig ein guter Diplomat. Ein muwaladitischer Kämpfer, der sich unserem Hof anschließt mit Freuden und gegen Ungläubige, also Ungläubige für mich, kämpft. Unser Jüngster ist auch erwachsen geworden. Freut uns. Ich glaube fast, wir können es tatsächlich schneller machen, obwohl Krieg ist. Mein Ratsspitzel hat wieder mal besorgniserregende Neuigkeiten. Mein Vasall Herzog Bernard schmiedet Ränke, das Opfer, meine Höflingin Demetra. Was für ein hysterischer Unhold. Aha. Okay.
Das war schon mal die erste Burg. Wir rücken ein wenig auf. König Ehrenfried hat schon wieder einen Mord begangen. Gegen wen denn diesmal? Wen hat er ermordet? Montefeltrano ist mit 15 gestorben. Vor etlichen Jahren. Und das war offenbar unser König vom Ostfrankenreich. Ach, herrje. Herzog Odon hat hier ein Ränkespiel gemacht. Aha, der Hofarzt hat sich auch verbessert. Sehr schön. Ach, dann wird mal wieder die Abstammung eines Kindes veröffentlicht. Das Arme. Nein. Oh. Die kriegen das sogar noch hin, hier Byzanz fallen zu lassen. Eieiei. Jemand will mich ermorden. Da hat das oben vielleicht doch nicht ganz gelogen, ne? Das wäre es jetzt natürlich noch, wenn er am Ende gar nicht einem natürlichen Tod stirbt, obwohl er halt schon 74 ist. Herzog Bonconte hat ein Geheimnis. Und zwar Perverser. Das hilft mir aber nur bedingt. So, ich habe auch eine Belagerung gewonnen, so wie die. Jetzt warten wir mal kurz, wohin er sich bewegt. Der möchte hier vorbei. Ich glaube nicht, dass wir ihn vorbeilassen werden. Wir werden ihn mal hier angreifen, oder kann ich ihn hier erwischen? Ich glaube, hier ist besser. Ja. Das würde ich manchmal gerne abschalten, dass er den Quatsch lässt. So. Alle einmal besiegt. Wo ist denn unsere Belagerungstruppe? Geht mal bitte hier hin. Gegen meine Schwiegertochter Filia von Finnland gibt es ein Druckmittel-Fingieren-Komplott. Also irgendwie ist das doch eigenartig, oder? Wir sind dem Tode nahe. Herrje. Es ist vielleicht tatsächlich gleich so weit. Wir werden vielleicht gleich sterben. Ja. Dank Fettleibigkeit. Graf Theodotus von Widien hat ein Inzestgeheimnis. Mit wem denn? Wer ist das denn? Man weiß es nicht, ne? Sind wir nicht mehr fettleibig und sind auch nicht mehr dem Tode nah? So schnell kann es gehen. Dem Tod sozusagen nochmal von der Schippe gesprungen. Irgendjemand will meinen Ritter umbringen. Haben die sonst nichts zu tun? Aha, jetzt sind sie hier unten. Belagern hier. Wir belagern deren Hauptstadt. Mal gucken, ob es was bringt. Ich hoffe auf nützliche Gefangene. Wir haben zwar Gefangene gemacht, aber leider keine nützlichen. Gut. In dem Fall werden wir jetzt mal hier runtergehen und diese Armee schlagen, die uns hier eine Belagerung nach der anderen durchzieht. Gisela hat ein Kind zur Welt gebracht. Okay. Seid gegrüßt, mein wohlmeinender Lehensherr. Ich habe eine höchst widerwärtige Wahrheit über König Berengui von Aquitanien in Erfahrung gebracht. Auch wenn es mich anekelt, diese Sache an euch heranzutragen, so muss ich euch doch mitteilen, dass dieser Mann Geheimnisse der beunruhigendsten Art für euch hat.
Er wird mir ein Geheimnis offenbaren. Ja, dann soll er das mal tun. Versuchter Mord. Naja, das wissen wir ja eigentlich alles schon, oder? Da hat sich mal wieder eine kleine Romanze entsponnen zwischen den beiden. Haben wir bemerkt, als wir eigentlich schlafen wollten. Bosporius wird angerufen von Evantia. Mann, Mann, Mann. Ich sag mal. Ich meine, wir kriegen schon einige Komplotte mit, ne? Aber. Naja. Der König von Westfranken hat unsere Bastardtochter geheiratet. Und da wurde auch jemand wieder in eine Affäre verwickelt. Okay. Die gerardische Welt war angewidert zu erfahren, dass meine Vasallin Herzogin Renata dabei ertappt wurde, wie sie sich mal wieder der Völlerei hingab. Ah, die raucht auch Haschisch. Das werden wir natürlich verdammen. Ist ja wohl klar. Ich glaube, das war glatt das Ende dieser Truppe, oder? Ja. Dann würde ich sagen, diese Truppe werden wir auch noch ins Jenseits schicken. Was? Jemand plant einen Mord an mir? Sag mal, was ist denn hier alles los am Hof? Meine Frau hat keine Geheimnisse von mir, das freut mich. Es wäre mir aber lieber, wenn du mal rausfinden würdest, wer mich hier ermorden will. So, dann holen wir uns mal unsere Grafschaften erstmal zurück. Mal sehen, was das schon an Kriegsstand bringt. Zehn Prozent, wie man hier sieht. Was? Gegen meinen Sohn wird auch ein Komplott geschmiedet? Sag mal, oh, ich bin tot. Okay, am Hof ist auf jeden Fall einiges los. Und jetzt ist unser Enkel an der Macht, denn wir sind gestorben. Kaiser Bartolomeo der Erste von Italien hat Frieden in den Armen Christi gefunden im Alter von 75 Jahren. Er starb an Altersschwäche. Obwohl er berühmt war für seinen scharfen Verstand, konnte er am Ende dem Tod doch kein Schnippchen schlagen. Na, das kann ja auch keiner. Kaiser Bartolomeo besteigt den Thron, er ist gerecht in allen Dingen und viele hoffen, dass er Konflikte mit Anmut lösen wird. Gut, Kaiser Bartolomeo ist wieder ein sehr junger Herrscher mit 29 und hat zwei Kinder, das können wir schon mal festhalten. Bartolomeo der Zweite. Interessant. Tja, aber wie es mit dem weitergeht, würde ich sagen, das werden wir beim nächsten Mal erleben. Bis dann, macht's gut, eure Miri.